Ja, hallo liebe Bitcoin-Fans. Ist jetzt schon ein paar Tage her seit dem letzten Video. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und jetzt ist ein bisschen ruhiger geworden. Bei mir auch war viel zu tun. Und jetzt wollte ich aber doch mal die Gelegenheit nutzen, jetzt noch vor dem Jahreswechsel mit euch noch ein paar Dinge durchzugehen, ein paar aktuelle Neuigkeiten. Und wir fangen heute mal mit einer ja, Mining-Anlage an im ersten Video. Ich bin da vor ein paar Tagen drauf aufmerksam geworden. Ich glaube, das war auch eine Facebook-Annonce und irgendwo habe ich es dann auch nochmal gesehen. War eine gesponserte Anzeige. Ist schon ein paar Tage her und ich habe mich dann vor ein paar Tagen da mal eingelesen und bin aber da jetzt nicht zugekommen, ein Video zu machen und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ja, CoinDonkey. CoinDonkey, also ja, ihr seht das in dem, ja, Logo, was sie haben, ne? Also ist der buchstäbliche der Dukatenesel, der hier quasi dann uns die Bitcoins ausscheißen soll. Ja, CoinDonkey ist ein Mining-Anbieter, ein deutscher Mining-Anbieter. Und ja, wir schauen uns mal an, was die bieten und ob sich das lohnt. Meiner Meinung nach, ne? Also ob ihr da einsteigen wollt, das müsst ihr selber wissen. Ne? Ich mache keine Anlageberatung, ganz wichtig. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, überlegt gut, was ihr an Geld anlegen könnt und gebt nie mehr aus, als ihr verkraften könnt, auch zu verlieren. Ne? Kryptowährung ist grundsätzlich immer risikoreich und jede Anlage mit Kryptowährung steigert im Prinzip nochmal das Risiko. Wie gesagt, das ist meine eigene Meinung hier zu dem Anbieter, die dem wahrscheinlich jetzt auch nicht besonders gefallen wird, aber zum Glück haben wir Meinungsfreiheit und da kann man dann auch das kritisch, sich hier kritisch zu äußern zu diesen Sachen. Ob ihr das dann nachher machen wollt oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden, aber ich möchte euch einfach mal ein paar Fakten liefern und die wollen wir dann mal im Geiste mal vergleichen und dann gucken wir mal. Also, CoinDonkey ist ein Mining-Anbieter. Die Seite ist ganz schön aufgebaut. Das gefällt mir eigentlich relativ gut, das muss ich sagen. Ich finde das Logo ganz witzig, wobei das Logo schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Nepperschlepper-Bauernfänger ist irgendwie. Ja, was sagen Sie? Sie sagen, Sie bieten risikoarmes Schürfen an, ein verteiltes Risiko und Sie geben eine Geld-Zurück-Garantie. Ja. Gilt für Investitionen und Reinvestitionen mit einer Frist von 3 Monaten. Okay, also was heißt das jetzt? Kriege ich jetzt innerhalb von 3 Monaten, also das Geld der letzten 3 Monate zurück? Oder also es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen merkwürdig alles. Manches ist auch hier so geschrieben auf der Seite, dass es so, ich sag jetzt mal so, meiner Meinung nach, meinem Empfinden so haarscharf an der Grenze geschrieben ist, zu dem, was man quasi noch so als Werbebotschaft schreiben kann, um quasi keine falschen Versprechungen zu machen. Aber dennoch so, dass man weit genug Rückzugsmöglichkeit hat, um zu sagen, naja, so war das aber jetzt nicht gemeint. Sie sagen, es gibt eine taggenaue Abrechnung. Ja, oh Wunder, okay, die gibt es eigentlich überall, also Daily Payouts. Es gibt Kosten für Wartung und Betrieb, die sind hier in dem Ertrag schon drin enthalten. Okay, das ist aber jetzt nicht weiter schwierig. Man kann das ja sich jederzeit selber ausrechnen. Die Seiten sind da ja alle, die anderen Seiten, Hashflare, Genesis zum Beispiel, BitClub etc., was es alles gibt, die sind ja eigentlich relativ transparent, was da die Kosten betrifft. Sie sagen, ja, in Deutschland nehmen wir Biogas und Wind und Solarenergie in Südamerika und dann haben sie noch, ich denke, das ist Island, ja, das schreiben sie auch und da sind sie überall aktiv und ja, es gibt eine Auszahlung jeden Monat ab einem Guthaben im Gegenwert von, nehmen wir von 100 Euro. Ja, also das müssen wir schon mal als Auszahlungsgrenze im Hinterkopf behalten. Ja, wir können das mal eingeben. Ja, also wenn wir jetzt 100 Euro, das ist jetzt bei dem, ich aktualisiere das nochmal, dann haben wir auch den aktuellen Kurs hier hinter. So, und dann haben wir 100 Euro, dann gehen wir hier auf Euro. Das ist übrigens ein ganz guter Rechner. Den Link packe ich euch gerne in die Videobeschreibung. Dann sind wir hier bei einer Auszahlungsgrenze von 0,008. Ja, also ist meiner Meinung nach eine relativ hohe Auszahlungsgrenze. Ob hier noch dann Auszahlungsgebühren
erhoben werden, kann ich jetzt hier so nicht entnehmen. Ich gehe davon aus, dass die Auszahlungsgebühren hier mit drin sind. Ansonsten müsste das nämlich eigentlich extra aufgeführt werden. Die Anteile an unserer Meinung können auch mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende auch in Teilen gekündigt werden. Okay, da gibt es dann irgendwie so ein bisschen Geld-Zurück-Garantie. So, dann sagen Sie lebenslange Laufzeit. Ja, jede Anlage, aber jetzt kommt wieder die Einschränkung, genau wie bei Genesis und genau wie es Hashflare früher hatte, jede Anlage bleibt aktiv, solange sich das Mining lohnt. Ja, also das heißt, solange quasi der Ertrag über den Kosten liegt. Und ja, das ist jetzt auch keine wunderliche Sache. Haben auch alle Mining-Anbieter. Also wenn die Verträge inprofitabel werden, dann werden sie geändert oder dann scheiden sie aus. Ja, Mining-Anlagen, sagen Sie hier, kann man vererben und ganz wunderbar. Und jetzt kommt der lustige Satz. Also für alle, die neu sind im Bereich der Kryptowährung, die werden jetzt sagen, boah, 20 bis 25%, das glaube ich niemals. Na, früher waren mal so also an der Börse, da hat man mal so gesagt, so alles, was zwischen 5 und 7% sind, das sind realistische Aktiengewinne pro Jahr. Das kann man machen. Alles, was mehr als 7% ist, ah, da stimmt schon irgendwie was nicht. Leute in Zeit von Kryptowährungen und Kryptozeitalter, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann sind 20 bis 25% pro Jahr nichts. Nichts. Ja, also ich habe die Tage in Altcoins investiert und da bin ich bei einem Gewinn von 4.500%. Ja. Und da muss man natürlich dann auch mal ein bisschen am Ball bleiben. Viele haben Angst vor Kryptowährungen, die kennen sich damit nicht aus. Aber deshalb machen wir ja hier diese Sache und wir besprechen die Sachen und ihr könnt euch auch bei den ganzen anderen YouTubern das anschauen. Naja, also 20 bis 25%, ne, da sagen sie natürlich, ne, deutlich mehr als auf einem Sparbuch, ja, unter 1% pro Jahr. Also ich kenne kein Sparbuch, wo es 1% pro Jahr gibt. Da sind wir eher bei 0,00 oder 0,001 oder 0,05, ja. Gut, jetzt kommen sie mit der Inflation und ja, wunderbar. So, also wird das hier nochmal, risikoarmes Schirm, wird alles immer weiter aufgelistet. So, und was kommt jetzt hier? Ja, wählen Sie gewünschte Mining-Stärke. Also wir reden hier nicht in Hashrate, sondern wir reden in Mining-Stärke. Ja, werden die Bestellungen innerhalb von 24 Stunden verarbeiten. Da gab es bei, das ist jetzt ein Vorteil hier, das muss man sagen. Hashflare braucht in der Regel ja, ein bisschen länger. Wenn man mit BTC direkt zahlt, dann geht es ein bisschen schneller. Dann kann es auch sein, dass sie das innerhalb von 24 Stunden schaffen. Bei Genesis ist ja so, die sind immer ausverkauft und da wartet man mehrere Monate, bis der Vertrag überhaupt aktiv wird. Muss das Geld aber jetzt schon bezahlen. Gut, also 24 Stunden ist relativ schnell. Wir senden Ihnen eine Rechnung. Ja gut, die kriegt man bei den anderen auch. Das müssen Sie machen. Die Anlagen arbeiten 24/7. Auch das ist bei allen gleich. Ja, dann bekommt man die Auszahlung und auch das ist eigentlich bei den anderen immer gegeben. Kommt wieder derselbe, wieder dieselbe Nummer und ja, dann verweisen die hier auf Facebook und sonst wie was. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, weil euch interessiert ja, was bringt mir das jetzt, sollte ich das machen? So, und dann sind wir hier unsere Mining-Anlagen. Also nochmal wird damit geworben, Inflation wird, dann gibt es hier eine Weihnachtsaktion noch 10%. So, und aktueller Ertrag für 1,0 Mining-Stärke. Also wie gesagt, wie viel Hashrate da jetzt hintersteht, das können wir überhaupt nicht sagen. Das steht auch nirgendwo. Man kann es auch nicht umrechnen. Es gibt auch keinen Schlüssel dafür, wo man es umrechnen kann. Das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. So, also 1,0 Mining-Stärke, was ist das? Wir haben hier 65, 65, 67 Cent pro Tag, ja, sagen die. Durchschnittlich über die letzten 28 Tage bei 1,0 Mining-Stärke. So, da sagen die, das gibt in einem Jahr 24,5% und damit haben die dann auch eben geworben und im Jahr wären es dann, also bezogen jetzt auf diese letzten 28 Tage und die 1,0 wären es dann 243 Euro. Na ja, gut, hört sich ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht an. Ja, jetzt muss man aber wissen, was.
eine Mining-Stärke ist. Jetzt steht hier noch, bei den angegebenen Werten sind die Kosten für Wartung, Betrieb und Erneuerung bereits abgezogen. Okay, das muss man wissen, das kann man mit berücksichtigen, das muss man dann halt bei den anderen noch abziehen. Klar, ne, es kann sich alles verändern, Difficulty, das wisst ihr alles, ne? Und hier steht, Einfluss haben die Faktoren wie die Gesamtleistung der aktiven Miner, und hier steht dann auf einmal Hashrate, aber es steht nirgendwo, wie viel Hashrate da jetzt ist. So, und jetzt kommen wir zu der, hier gibt es noch einen Ertragsrechner, den gucken wir uns gleich an. Jetzt kommen wir hier zu der interessanten Geschichte, Mining-Staffel. So, also da gibt es nochmal so ein Staffelangebot, und wenn man Leute wirbt, dann Empfehlungsbonus kriegt man nochmal 4%. Gut, okay, kriegt man bei den anderen ein bisschen mehr. Bei Hashflash sind es, glaube ich, 10% aktuell. Und bei Genesis sind es, glaube ich, 4% im Moment auch. Und da kriegt man dann noch mehr. Und das ist hier wie im Prinzip so eine, ja, so ein Rabattsystem. Ja, also wenn je mehr ich hier kaufe, desto mehr bekomme ich dann noch mal oben drauf. Aber jetzt seht ihr hier schon Mining-Stärken. Also eine Mining-Stärke, ja, kostet 990 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das muss man sich mal überlegen. Ja, jetzt, und hier bei Empfehlung erhalten Sie insgesamt 114. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen die jetzt auf die 1,14. 1,14, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz ersichtlich für mich, weil 4% wären 1,04. Ja, also das ist irgendwie schon so eine Sache, die irgendwie so ein bisschen, die so ein bisschen komisch ist. Naja. Okay, können wir jetzt nicht so ganz lösen, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Und ja, kann man sich dann nochmal an die Wenden und Mining verschiedener Coins, Ausgleich durch von Kursschwankungen einzelner Kryptowährungen, Anlagen. Und jetzt ist auch interessant, sind in Deutschland, den USA und Island aktiv. Ach, das ist ja interessant. In Island könnte man vielleicht ja auch denken, da ist ein, ja, vielleicht ist das eine Art Vermittler, ne? Also für denjenigen, der lieber auf so eine deutsche Seite geht und denkt, ah, das ist alles ganz toll hier, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es hier so eine Vermittlergeschichte gibt, ne? Also man kauft hier bei eDonkey, gibt den Geld, und die kaufen sich selbst davon bei Genesis Mining Power und erstatten das dann so ein bisschen zurück, dass die dann quasi damit handeln. Also ich glaube persönlich jetzt nicht, dass CoinDonkey ein Mining-Zentrum auf Island betreibt, weil der Aufwand dafür ist einfach enorm gigantisch hoch. Ja, also die werden mit Sicherheit, das ist meine Vermutung an der Stelle, meine Meinung, die werden mit Sicherheit sich diese Mining-Leistung extern einkaufen. Vielleicht haben sie selber Mining-Leistung. Ich habe hier ist kein Bild irgendwo, wo man sieht, wo das hier ist. Man kann auch hier Botschafter werden, Vorteile unserer Anlagen. Ja, wunderbar, aber es gibt nirgendwo ein Bild, CoinDonkey hier. CoinDonkey, das sind wir, das sind unsere Anlagen. Da stehen die Adresse, müssen sie ja nicht nennen, aber wenigstens mal Bilder oder sonst wie was. Ist alles relativ komisch. Also Leute, Vorsicht. So, aber jetzt haben wir ja gesagt, wir gucken, wir wollen ja rechnen. Wir wollen nicht Bauchgefühl, wir wollen harte Zahlen. So, und dann gibt es hier, wenn man auf auf diesen Ertragsrechner hier geht, dann kommt man hier drauf, und dann sieht man, okay, also, ne, deshalb sagte ich ja, also 1, es müsste eigentlich mit dem 4% müsste es eigentlich 1,04 sein. Ah, Moment. Okay, stimmt. Wir haben eben gelesen, 10%. 10% Aktion über Weihnachten. Dann wird das hier ab dem 1.1. wieder 1,04 sein. Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Haben wir raus. Okay. So, jetzt haben wir hier keine Bonusstaffel natürlich. Ja, wissen wir, weil die war ja erst ab 5. Und dann haben wir eine Mining-Stärke, was auch immer das an Hashrate ist. 990 Euro bezahlen wir dafür. Also nicht 99 Dollar, sondern 990 Euro. Ja, also denkt da auch dran. Ja, also weil ihr kriegt ja mehr Dollar für den Euro. Ja. Wenn wir das jetzt mit Hashflare oder so vergleichen. Und dann haben wir hier einen Ertrag pro Jahr von im Moment hier bei dem Ding von 198 pro Monat 16,50, und hier stehen nur noch pro Tag 54. Ist jetzt die Frage, worauf sich das jetzt bezieht. Vielleicht der Monat davor. Diese Berechnungstabelle finde ich ehrlich gesagt relativ unglücklich, wenn man auf der Seite davor, auf der Hauptseite mit 67 Cent wirbt, und ich glaube, es waren 241 Euro pro Jahr oder 243, und dann
hier auf diesem Rechner dann im Prinzip nicht die aktuellen Zahlen liefert, ja, es ist, finde ich nicht so gut. Aber gut, da müssen Sie selber wissen. So inklusive 50%, ne, sagen Sie bei dem Beispiel, für Wartung, Betrieb und Erneuerung, okay, Basis ist ein Betrag von 20% pro Jahr. Gut, okay, 20% ist ungefähr realistisch. Was man so an, ja, ich sag jetzt mal an Wartungskosten etc. zahlt. Und jetzt ist aber hier drunter, und das ist auch wieder total interessant, der tatsächliche Ertrag ergibt sich aus Ihrer gebuchten Miningstärke abzüglich, also das ist dann jetzt die Erklärung, wobei es hier ja schon eingerechnet sein soll, abzüglich 50% für Wartung und Betrieb am jeweiligen Tag. Ja, was denn nun? Also 20? 20% pro Jahr müssten dann ja auch 20% pro Tag sein. Ja, also das ist ja, also das funktioniert ja anders nicht. Also irgendwie ist das alles irgendwie total komisch und ja, also ist so ein bisschen echt seltsam. Dann gibt es hier noch so Reinvest-Rechner, dann kann man hier noch rechnen mit Reinvest im Monat und dann kann man hier noch reinvestieren. Einzahlung monatlich sind wir, ja, also nicht Reinvest. Im Prinzip, sondern, also nicht Reinvest aus dem, was ihr bekommt, sondern Reinvest, ihr tut nochmal neu rein, ja, Einzahlung, ja, also das ist auch, und ja klar, da bin ich natürlich, dass ich dann hier natürlich bei einer stattlichen Summe bin, aber ihr müsst ja sehen, was bekommen wir denn jetzt hier raus, und das gucken wir uns mal an. Also, wir sagen, also erstmal ROI, Return on Invest. Ja, selbst wenn es sogenannte Lifetime-Verträge sind, wobei Leute, es gibt im Prinzip keine Lifetime-Verträge, weil durch die Difficulty, durch die ganzen Erhöhungen, ist irgendwann wird auch Genesis irgendwann, das ist nämlich dieses versteckte Schlupfloch. Also Lifetime-Vertrag bedeutet nie, ihr schließt ihn jetzt ab und könnt mit 80 Jahren noch meinen. Nein, Leute, da ist diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dahinter. Und die werden auch, ich sag jetzt mal, Prognose, das kann man auch berechnen, in 3 bis 4 Jahren werden die wahrscheinlich alle rausfallen. Und dann seid, werdet ihr hier noch nicht mal Return on Invest. Ja? Also wie krass ist das eigentlich? So, und jetzt gucken wir uns mal an. Also wir haben, wir nehmen jetzt mal schon den Wert, ja, 67 Cent und nicht den Wert, der hier steht. Ja? So, dann nehmen wir hier mal 67 Cent und wir rechnen das mal in Satoshi um. Ja. Und dann sind wir bei 5.575 Satoshi bei heute beim aktuellen Kurs. So, und ihr wisst ja, ich mache ja auch immer diese Satoshi-Dollar-Effizienz. Dann haben wir 5.575 durch 67. Nee, jetzt müssen wir, Moment, wir müssen ja 990 haben wir ja bezahlt. Ne? Wir müssen ja immer das Vertragsvolumen dafür sehen, was wir dafür brauchen. Und dann sind wir bei einer Satoshi-Euro-Effizienz. Normalerweise mache ich immer Satoshi-Dollar. Jetzt muss man es noch in Dollar umrechnen. Ne? Das ist dann ungefähr mal 1, mal 1,18. Ja? Sind wir bei einer, aber das spielt jetzt hier gar keine Rolle mehr, weil es ist so gigantisch niedrig. Wir sind bei einer Satoshi-Euro-Effizienz von 5,6 Satoshi. Also, wie rechnet man das? Ja, so könnt ihr alle Verträge vergleichen miteinander. Ihr nehmt das, was ihr pro Tag rausbekommt, pro Tag, und vergleicht das mit dem, was ihr quasi für diese Mining-Leistung bezahlt habt. Also als Paketpreis. Ja. Ihr habt das gesehen, meine Hashflare-Videos, wodurch wir das dann geteilt haben. So, und dann bekommt ihr einen Wert raus. Und jetzt müsst ihr natürlich bei Hashflare müsst ihr jetzt noch das abziehen. Aber trotzdem sind wir bei Hashflare, je nachdem, wie der Kurs steht, sind wir und heute, ja, wir stehen jetzt bei 14,4. Es geht so einigermaßen. Aber bei Hashflare sind wir jetzt immer noch um die 80. Ja, selbst mit den neuen Verträgen sind wir so zwischen 70 und 80, je nachdem, wie der Kurs steht. Und hier Satoshi pro Dollar und hier sind wir bei 5,6 Satoshi pro Euro. Ja, also selbst wenn wir das jetzt in Dollar umrechnen würden noch, dann sind wir stehen wir uns ein bisschen
stimmen uns vielleicht ein bisschen besser, aber das ist ja völlig krank. So, also wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Wie gesagt, ne, ihr haltet im Hinterkopf, das sind Eurozahlen und wir müssen das eigentlich in Dollar umrechnen. Nein, ich möchte mich nicht anmelden. So, wir nehmen ein TH-Hash-Power. Ja, das kostet bei Hashflare zum Beispiel. Und es ist völlig egal, Leute, ob das Jahresverträge sind. Ja, solange der Vertrag, es geht darum, wie profitabel der Vertrag ist. Ja, und wie gesagt, Lifetime ist nicht Lifetime. Also heißt auch nicht ein Leben lang. Ja, also nicht so nach dem Motto, das ist hier wie so eine Riester-Rente, das kaufe ich jetzt einmal und das lasse ich mir ja keine Ahnung, wie viele Jahre auszahlen. Nein, so funktioniert das nicht. Das Hintertürchen ist immer die Mining-Effizienz, beziehungsweise ob sich das noch lohnt. So, ob die Kostendeckung noch funktioniert. So, und jetzt haben wir hier, wenn wir das jetzt mal umrechnen, ich glaube mal 0,83 ist dann der Dings. So, dann sind wir 0,83 ist der Umrechnungskurs. Dann sind wir bei 1,58 Euro ungefähr pro Tag, wenn wir das jetzt hier machen. Ja, dann sind wir also 1,58 Euro bei 1 TH Hashpower. Also das ist schon richtig krass, ja. So, oder hier Mining pro Tag. So, geben wir das hier mal ein, damit ihr das seht, dass das alles stimmt. So, dann sind wir hier bei ungefähr 13.400 Satoshi. So, und wenn wir jetzt mal Hashflare nehmen, ja, wir nehmen jetzt mal Hashflare, dann haben wir hier 13, wir haben jetzt hier, müssen jetzt hier noch die Energiekosten abziehen, ne? Das müssen wir noch machen, fairerweise. So, und dann haben wir durch der Vertrag, ein Terahash kostet 220 Dollar im Moment. So, dann sind wir hier bei 61 im Moment. So, da gibt es noch 5% Code, den könnt ihr noch von mir bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und da könnt ihr es dann noch so ein bisschen pushen. So, und jetzt ziehen wir hier nochmal mal 0,8, ziehen wir nochmal 20% ab, sind wir hier immer noch bei 48. Ja, also selbst mit dich klein, klar, diese neuen Verträge, die sind relativ unbequem, die sind relativ teuer. Wir können ein bisschen sparen mit dem 5%-Code. Es hängt immer davon ab. Also, wir hatten auch schon Tage, wo der Bitcoin so hoch stand. Da hatten wir ja deutlich, deutlich geringere Satoshi-Fees für die Mining-Kosten. Aber immer noch, Leute, die sind hier beim. Ich sage fast beim Zehnfachen, beim Achtfachen. Ja, mindestens beim Achtfachen sind wir hier, was ihr hier kriegt. Ja, selbst wenn ihr jetzt Hashflare nehmen würdet im Moment. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, ja, wir haben hier, wir können auch hier hingehen und nehmen 1,58 Euro und sagen, okay, wir ziehen jetzt die Kosten ab. So, dann haben wir 1,58 Euro mal 0,8, also 20% ziehen wir auch ab, haben die ja gesagt, ne? 20% nehmen sie auch. So, dann sind wir noch bei 1,26 Euro zu 67 Cent. So. Und jetzt haben wir gesagt, Moment, jetzt müssen wir, das ist jetzt durch diese Euro-Umrechnerei, müssen wir das jetzt wieder zurückrechnen. So, 220 Dollar mal 0,83 ist, glaube ich, der Kurs. So sind ungefähr 182 Euro. Kostet Hashflare. So, 182 durch 1,26 sind wir da, also mit dem Hashflare-Vertrag, jetzt alles auf Euro umgerechnet und mit Faktoren und hin und her, sind wir bei 144 Tagen Return on Invest. So, bei der anderen, bei CoinDonkey 5 Jahre. So, also ich meine, das sind harte Fakten. Das könnt ihr einfach mal auf euch wirken lassen. Wie gesagt, ihr müsst selber wissen, ich werde euch das nicht empfehlen. Ihr müsst das selber wissen, ob ihr da einsteigen wollt. Aber ihr findet auch andere Angebote in meinen YouTube-Links. Und ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Aber das ist eine Sache. Rechnet euch das immer durch. Also deshalb, ich sage das ja auch immer wieder. Leute, nehmt euch einen Taschenrechner, nehmt euch ein Blatt Papier, dann überlegt ihr, wie sieht das aus. Rechnet das zusammen und kommt da im Prinzip zu eurem eigenen Schluss. Es ist euer Geld. Denkt dran, es ist immer eine Risikoanlage. Es kann alles in die Hose gehen. Aber ja, ihr müsst euch damit beschäftigen.
Ja, und die sagen hier natürlich, ja, wir machen 20-24%, das ist so näher am Kunden und das verstehen die und das ist eine deutsche Sache und dann da schöpfen viele Vertrauen. Ich guck mal, ich kann hier Botschafter werden, dann kriege ich nochmal 4%, wenn ich das hier empfehle. Ja, kriegt ihr überall anders auch. Man muss sich nur damit beschäftigen. Leute, es ist euer Geld, ja. Beschäftigt euch damit, setzt euch damit auseinander, lest so viel ihr könnt dazu, bildet euch immer euer eigenes Urteil und gebt nie mehr aus, als ihr habt. Das ist ganz wichtig, aber naja, also ich sage jetzt mal so, ich werde es nicht machen, ja. Ich habe da andere Sachen im Blick, zum Beispiel Hashflare oder Genesis. Mich hat das Angebot hier überhaupt nicht überzeugt, und da reicht mir schon, wenn ich die nackten Zahlen vergleiche von den Fehlern hier oder diesen Ungereimtheiten hier 20%, wobei Basis ist ein, ach, nee, ich habe mich vertan. Entschuldigung, Basis ist ein Ertrag von 20% pro Jahr. Okay, das ist mein Fehler. Also hier steht 2 mal 50%. Okay, das war mein Fehler. Aber trotzdem, die sagen 50% für Wartung. Boah. Ja, gut, okay, damit ist es jetzt eigentlich schon durch, Leute, weil, also 50% für Wartung, die nehmen die Hälfte von, nee, also damit ist es jetzt im Prinzip, sind sie bei mir schon raus, und ja, wie gesagt, Leute, schaut euch das selber mal an. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder wenn ihr meinen Channel abonniert. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Videos machen. Wir gucken uns einige Sachen noch an. Altcoins zum Beispiel habe ich da im Blick. BitConnect habe ich, mache ich ja seit November. Da gibt es ein kleines Update. Wie ist der Stand und so? Und ja, da freue ich mich drauf. Und ansonsten wünsche euch schon mal einen guten Rutsch, ein frohes 2018. Es stehen viele Neuigkeiten an 2018, und ja, macht Werbung für den Kanal, auch bei euren Freunden. Es wäre cool, wenn wir so den deutschsprachigen Raum ein bisschen mehr Bescheid kriegen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, einen guten Rutsch, ein gesundes, frohes neues Jahr. Kommt gut rein und wenn ihr noch mögt, dann ich werde sicherlich heute oder morgen noch ein anderes Video machen. Dann schaut euch das noch an. Und ansonsten hören wir uns dann hoffentlich in 2018. Also, macht's gut. Bis dahin. Danke.